Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Tutorial. Heute haben wir wieder die Signalgeber und zwar die letzten fünf Signalgeber hier in dieser Kategorie. Als allererstes haben wir hier den Stolperdrahthaken und natürlich auch den Draht dazu. Wir haben die Redstone-Truhe, die Sensorschiene, Blitzableiter und den Plattenspieler und die schauen wir uns alle einmal an. Und dann hätten wir auch die Kategorie fertig. Also, los geht's. Schauen wir uns den Stolperdrahthaken an, einer Signalgeber. Und hier haben wir die Herstellung dazu. Wir benötigen ein Holzbrett, jeglicher Art. Das kann einer der 11 Holzvariationen sein. Wir benötigen einen Stock und einen Eisenbarren. Dann erhalten wir drei von den zwei von den Stolperdrahthaken. Hier haben wir dann den Aufbau. Man kann es an den Seiten des Blocks platzieren, alle vier Himmelsrichtungen. Oben und unten ist nicht möglich. Wenn man es dann mit Draht verbindet und einmal drauf tritt, dann wird eine Signalstärke von 15 ausgegeben, mit einer Signaldauer von mindestens 5 Redstone-Ticks. Und natürlich, wenn man länger drauf stehen bleibt, wird ein längeres Signal ausgegeben. Hier seht ihr den Stolperdrahthaken. Der ist mit Hilfe von Faden, mit Hilfe von Schnur zum anderen Stolperdrahthaken verbunden. Dabei muss es mindestens eine Schnur dazwischen sein und maximal 40. Das heißt, mit den beiden Haken zusammen könnt ihr einen Draht machen, der 42 Blöcke lang ist und damit das Signal 42 Blöcke lang transferieren. Wenn wir dann drauf treten, dann wird hier ein Signal ausgelöst. Der Haken selber wird stark energetisch und der Block, an dem er platziert ist, wird auch stark energetisch. Die umliegenden Redstone-Komponenten können von dort aus das Signal ablesen und auch auf der anderen Seite mal mit Redstone. Also ihr seht hier das Redstone neben dem Haken, theoretisch auch Redstone unter dem Haken und dann beim Block über dem Haken, hinter dem Haken, hinter dem Block und unter dem Block wird auch alles aktiviert und leuchtet dementsprechend dann auf, wie ihr sehen könnt. Wenn wir den den Draht zerstören, also hier zum Beispiel, dann wird auch ein sehr kurzes Signal ausgegeben, Signaldauer von 5 Redstone-Ticks. Und dann müssen wir es einmal wieder reparieren, indem wir hier irgendwo unten einmal draufdrücken. Das war scheinbar nicht der richtige Ort. Es ist ziemlich schwierig, den Draht wieder zu reparieren, aber da haben wir es. Ich habe es aus Versehen darüber platziert. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Schere nehmen, dann kann man den Draht tatsächlich auch so zerstören, ohne dass dabei ein Signal ausgelöst wird. Heißt, wenn ihr eine offensichtliche Falle seht, bringt auf jeden Fall eine Schere mit, könnt ihr den Draht kaputt machen und ganz sicher da durchlaufen. Und dann muss man es natürlich wieder reparieren, damit die Falle wieder funktioniert. Und das wäre so ziemlich alles, was man über den Stolperdrahthaken wissen muss. Hier haben wir die Redstone-Truhe. Einer der Signalgeber und da haben wir das Rezept. Ist relativ einfach. Wir benötigen eine normale Truhe und einen Stolperdrahthaken. Dann erhalten wir hier eine Redstone-Truhe. Genauso wie die Redstone-Truhen kann man die in alle vier Himmelsrichtungen platzieren und man kann auch Doppeltruhen daraus machen. Ihr seht den Unterschied, der ist eigentlich relativ deutlich. Um das Schloss herum ist der Rahmen in Rot hervorgehoben. So könnt ihr dann den Unterschied erkennen zwischen einer normalen und einer Redstone-Truhe. Wenn ihr nicht wollt, dass man es erkennen kann, dann müsst ihr halt die Truhe einmal um 180 Grad drehen, dann sieht man es einfach nicht mehr. Die Signalstärke, wenn man das quasi öffnet, dann ist das die Anzahl an Spielern. Das heißt, wenn ich hier alleine drauf tippe, dann wird die Signalstärke 1 ausgegeben. Wenn ich noch mehr Spieler dazu hole und alle da drauf tippen, dann wird dann eben eine höhere Anzahl an eine höhere Signalstärke ausgegeben. Die Signaldauer beträgt dabei mindestens 8 Redstone-Ticks. Das heißt, wenn ich das ganz kurz öffne und wieder schließe, dann wird das trotzdem eine Signaldauer von 8 Redstone-Ticks sein. Wenn man es natürlich länger offen lässt, wird das Signal auch länger ausgegeben. Hier haben wir die Energetisierung. Ihr seht, ich habe da oben einen Kolben hingepackt. Das liegt daran, man kann ja Truhen nur öffnen, wenn da drüber kein solider Block ist. Der Kolben zählt nicht als solider Block, kann aber dennoch als Redstone-Komponente etwas machen. Und zwar, die Truhe selber wird stark energetisch, der Block darunter wird stark energetisch. Und wenn ich das mal
ganz kurz mache, dann seht ihr, alle umliegenden Redzone-Komponenten werden dadurch aktiviert. Hier haben wir das nochmal mit Redzone, also hier wieder die Truhe ist stark energetisch, Redzone daneben wird aktiviert, der Block darunter wird stark energetisch und daneben und darunter ist Redzone, wird auch stark, wird auch aktiviert. Also das haben wir hier nochmal, die sind ganz kurz aufgeleuchtet, natürlich nicht stark, weil wie gesagt, ich greife darauf alleine zu, wenn da 15 Leute zugreifen, dann wird natürlich die maximale Signalstärke ausgegeben. Und das wäre dann so ziemlich alles, was man über die Redzone-Truhe wissen muss. Schauen wir uns die Detektorschiene an, einer der Signalgeber. Und hier haben wir das Rezept dazu. Wir benötigen 3x Eisen auf der linken Seite, 3x Eisen auf der rechten Seite, in der Mitte eine Steindruckplatte und unten in der Mitte ein Redzone-Staub. Dann halten wir 6 von diesen Sensorschienen. Wenn eine Lore drüber fährt, dann wird eine Signalstärke von 15 ausgegeben mit einer Signaldauer von mindestens 10 Redzone-Ticks. Natürlich, wenn die Lore länger drauf stehen bleibt, dann wird ein längeres Redzone-Signal ausgegeben. Dabei wird die Schiene selber stark energetisch und der Block darunter auch. Die umliegenden Redzone-Komponenten können davon das Signal dann ablesen. Hier haben wir das nochmal mit Redzone und mit einer Lore, die da drüber fährt. Ihr seht, die Schiene selber, die leuchtet auf. Das Redzone daneben wird aktiviert und beim Block theoretisch darunter und natürlich daneben wird auch das Redzone aktiviert. Das können wir nochmal drüber fahren lassen. Und dann gehen wir weiter, nämlich zur zweiten Funktion noch, und zwar zusammen mit Vergleichern. Das habt ihr aber auch schon beim Vergleichervideo gesehen. Das könnt ihr euch da nochmal genauer anschauen. Und zwar, wenn man die Sensorschiene nimmt, direkt daneben einen Vergleicher setzt oder mit einem Block dazwischen einen Vergleicher setzt, dann kann man die Füllstände von den Trichter und von den Kistenloren auslesen. Das heißt, wenn wir das hier mal öffnen und die Sensorschiene da reinlegen, dann seht ihr, das kann ausgelesen werden und ein Redzone-Signal wird dementsprechend auch ausgegeben. Und das wird so ziemlich alles, was man hier über die Detektorschiene wissen muss. Hier haben wir den Blitzableiter einer Signalgeber und hier haben wir auch die Herstellung. Wir benötigen 3 Kupferbarren übereinander und dann erhalten wir einen Blitzableiter. Wenn man den platziert, dann sieht er so aus und ihr habt schon gesehen, man kann das auf allen Seiten eines Blocks platzieren und dann sieht das ja ein bisschen wie so ein Virus aus, könnte man sagen. Wenn ein Blitz auf den Blitzableiter einschlägt, dann wird ein Signal mit der Signalstärke 15 ausgegeben und zwar für ganze 4 Redzone-Ticks. Und das habe ich hier auch mal vorbereitet. Achtung für die, die Kopfhörer aufhaben, es könnte jetzt ein bisschen laut werden. Und da seht ihr, der Blitzableiter selber wird stark energetisch, der Block darunter auch, beziehungsweise an dem Block, wo er befestigt ist. Wenn es an der Seite befestigt, dann wird der Block daneben stark energetisch. Und die umliegenden Redzone-Komponenten können von dort aus Signal ablesen. Hier drüben nochmal mit Redzone-Staub, nochmal Warnung an die Kopfhörer. Und da haben wir es auch nochmal, also Redzone neben dem Blitzableiter und das Redzone neben dem Block oder unter dem Block wird auch aktiviert. Und das wäre so ziemlich alles, was man hier über den Blitzableiter wissen muss. Schauen wir uns den Plattenspieler an. Und zwar einer der Signalgeber. Wir benötigen 8x Holz in einem Rahmen, genauso wie bei einer Kiste. Das kann dabei jegliche Art von Holz sein. Und in der Mitte benötigen wir einen Diamant. Dann halten wir einen Plattenspieler. Wenn man den platziert, sieht er so aus. Relativ ähnlich zum Notenblock, bis auf die Tatsache, dass er eine andere Oberfläche hat. Und beim Abspielen von Schallplatten wird eine Signaldauer von 15 ausgegeben. Eine Signalstärke von 15 ausgegeben und eine Signaldauer von der Länge des Liedes. Heißt, wenn ihr ein 5 Minuten langes Lied habt, wird das Signal für 5 Minuten ausgegeben. Beim 1 Minuten Lied ist die Signaldauer dann 1 Minute. Und da haben wir hier einmal den Plattenspieler, wenn man da eine Schallplatte einlegt. Und das hätte ich vielleicht auch machen sollen.
Dann legen wir die mal ein und dann seht ihr, dass der Plattenspieler selber stark energetisch wird und die umliegenden Redzone-Komponenten können von dort aus das Signal dann auslesen. Und hier haben wir das nochmal mit Redzone, also das Redzone oben auf dem Plattenspieler, daneben und darunter werden alle drei aktiviert und dann leuchtet auch das. Und das wäre an sich so ziemlich alles, was man über den Plattenspieler wissen muss. Und damit hätten wir die Signalgeber abgeschlossen. Wir hatten den Stolperdrahthaken, die Redzone-Truhe, Sensorschiene, Blitzableiter und Plattenspieler. Und damit hätten wir jetzt auch alle durch. In der nächsten Folge beginnen wir dann mit den Signalempfängern. Aber ansonsten, das wäre es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!